Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mal wieder ein aufgebraucht und platt gemacht Video. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, ich habe das immer in Kategorien eingeteilt, wo ich von Kopf bis Fuß durchgehen werde. Und hier habt ihr Timestamps einfach, ne? Da könnt ihr immer weiterhüpfen, falls euch die jeweilige Kategorie nicht ganz so interessiert oder falls sie euch ganz besonders interessiert und euch meine Aufteilung nicht ganz so gefällt. Und ja, hier sind natürlich Produkte mit dabei, die ich auch in Kooperation zugeschickt bekommen habe. Das heißt, da werde ich auch noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, euch auch noch einen Rabattcode mit an die Hand geben können und so. It is Black Week, Leute. It is der Wahnsinn in Tüten, was abgeht, oder? Okay, ich gehe von Kopf bis Fuß durch. Das heißt, ich starte mit den Haaren. Und da habe ich zuallererst ein Leave-In leer gemacht. Ich habe das hier super schön sortiert, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Das ist ja ein Traum. Und das hat dieses Mal alles auf meinen Tisch gepasst. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Ansonsten ist das hier manchmal so ein kleines Durcheinander. Ich habe dieses Mal nämlich gar nicht so super viel aufgebraucht. Okay, sagt sie und wahrscheinlich ist das Video eine Stunde lang. Okay, von Jana im Adventskalender, White Swan Beauty, habe ich diesen Leave-In Conditioner drin gehabt von Gliscour. Mag ich super gerne. Expressspülung ohne Ausspülen. Ich mag mir sowas halt gerne in die Haare machen, wenn ich aus der Dusche rauskomme und bevor ich dann meine Haare halt föhne, kämme, wie auch immer, dass ich da halt was in den Haaren drin habe, um ihnen nochmal ein bisschen Pflege und Geschmeidigkeit zu geben, ist es immer eine ganz gute Geschichte. Die von Gliscour mag ich ganz gerne und kann ich euch auch empfehlen. Gibt es ja in der Drogerie und ich glaube, das war vor 2 Jahren in Janas Adventskalender. Oh je, Schande, Schande auf mein Haupt, heißt das so? Glaub schon. Asche auf mein Haupt und Schande über mich, genau. Ja, das ist jetzt erst leer geworden. Es war nämlich eine Limited Edition. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Life is too short to wait bei Anna-Maria Damm. Keine Ahnung. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Dann habe ich noch einen weiteren Leave-In Conditioner leer gemacht, den ich auch schon mal verwendet habe. War jetzt ein Trashy drin. Trashosaurus mittlerweile. Das ist ein Trash-Paket, was ich mit ein paar anderen YouTubern hier mache. Wir sind 10 illustre Mädels und ja, schicken uns nachhaltigerweise die Produkte, die wir selber nicht mögen, quasi gegenseitig in einem großen Paket durch die Gegend. Und ich finde das total klasse. Ne? Da kann man dann einfach auch so ein bisschen andere Sachen mal ausprobieren oder alte Schätzchen drin finden, die andere nicht mögen und sie dann aufbrauchen. Das ist von Herr Doktor, das oder der 2-Phasen-Thermo-Conditioner gewesen. Der war nur noch halb voll. Mir gefällt der richtig gut. Also der macht schöne Dinge mit meinen Haaren. Der pflegt meine Haare, macht sie geschmeidig, schützt sie vor Hitze. Und der Duft ist gewöhnungsbedürftig, mag nicht jeder. Aber ich habe es halt gerne verwendet. Ich mochte das, ne? Hab's gerne aufgebraucht. Und werde es auch gerne wieder aufbrauchen, wenn ich das mal wieder in die Finger kriege hier. Dann habe ich ein paar Shampoos leer gemacht. Ich werde euch am Sonntag meine Haarpflegeroutine mal online stellen, da erzähle ich ein bisschen mehr mal dazu. Ich verwende immer unterschiedliche Shampoos, dienstags und freitags, in Relation zu den anderen 5 Tagen, die dann in der Woche sind. Das hier habe ich nämlich dienstags und freitags verwendet. War nochmal so ein bisschen was anderes von Ahuhu, ein Hyaluron-Shine-Shampoo für natürlichen Glanz und intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Hibiskus. Jo, hat meinen Haaren gefallen, hat sie gepflegt, war jetzt nicht so überragend oder sonst irgendwas, aber es hat sie halt gepflegt. Ne? Ich habe jetzt aktuell eine etwas andere Serienanwendung. Da erzähle ich auch ein bisschen mehr im Video zu. Und das macht meine Haare halt ein bisschen noch schöner. Das war solide, ne? Das war halt okay. Das hier mochte ich eigentlich ganz gerne von John Frieda. Das hatten wir in der My Little Box mal mit drin gehabt. Rehab and Revive Tiefenreparatur-Shampoo gibt extrem geschädigtem Haar seine Kraft zurück. Ja, ne, im Großen und Ganzen, ja. Ich mag gerne Honig, ich mochte den Duft ganz gerne. Und es hat schon gepflegt, war jetzt nicht so super intensiv pflegend, aber es war halt gut pflegend. Hat mir gefallen. Also ich würde es halt auch wieder verwenden. Dann habe ich einen Conditioner aufgebraucht von Jean and Len oder Jean und Len. Ich weiß nicht, wie man die Marke genau ausspricht. Auch das war mal in der Box mit dabei. Ich glaube, in der Pink Box. Den Repair Conditioner für trockenes und geschädigtes Haar mit Panthenol und Keratin. Keine Ahnung. Ohne Gedöns. Vegan. Jo. Hat ein bisschen gemüffelt. Also ich mochte den Duft ehrlich gesagt nicht ganz so gerne. Aber das Produkt an sich war okay. Ja. Würde ich halt auch wieder verwenden, wenn es wieder mal irgendwo mit dabei ist. Würde ich mir aber nicht persönlich kaufen. Das hier war ein Produkt von Faith in Nature. Ist, glaube ich, die Marke, ne? Avocado. Ein Conditioner. Der war okay, aber irgendwie hat er meinen Haaren nicht so den Kick gegeben. Muss ich wirklich sagen. Also das hat
nicht so meine Haare gepflegt, wie ich das gerne gehabt hätte. Da war der von Jean and Len besser, aber halt auch nicht optimal, aber egal. So halt, ne? Also da bin ich jetzt bei den Produkten, was meine Haarpflege anging, nicht so hundertprozentig glücklich mit gewesen, muss ich leider gestehen. Ja, da hatte ich schon bessere Anwendungen gehabt, ne? Ja. Ja, dann kommen wir jetzt mal weiter zum Gesicht. Da habe ich so einiges leer gemacht, denn ich bin ja so eine Pflege-Lady. Ich liebe es, also bei Körperpflege habe ich auch recht viel leer gemacht. Gesichtspflege auch, weil ich sowas halt gerne verwende. Ne? Von Laboratories Filorga habe ich ein Scrub and Detox Peeling leer gemacht. Das war ein komisches Teil. Das ist schwarz, wenn das rauskommt. Und das hat so eine leicht aufschäumende Konsistenz. Und wenn man das aufs Gesicht gibt, fühlt es sich auch so ein bisschen bubbelig an. Und sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, das hat auch was mit meinem Gesicht gemacht. Das hat meinem Gesicht auch gut gefallen. Aber ich fand es sehr, sehr merkwürdig, weil die Konsistenz so anders war. Also ganz merkwürdig. Ich war so ein bisschen wie Bubble Tea, nur in ganz, ganz klein halt, ne? So ganz kleine Bubbles ist da quasi drin gewesen. Ganz merkwürdig, aber irgendwie cool. Deswegen liebe ich Pflege, ne? Weil man einfach auch mal so ganz abgefahrene Konsistenzen auch mal so mit dabei hat, ne? Wahnsinn. Dann habe ich ein bisschen was an Gesichtsreinigung leer gemacht. Ich habe ja, da kommen wir auch gleich zu, ja normalerweise auch eine Kooperation mit Yepoda, wo ich auch die Produkte super gerne verwende. Es ist aber natürlich auch so, dass ich auch mal Alternativen ausprobiere. Einfach um mir selber nochmal so klar zu machen, warum ich jetzt zum Beispiel die Kooperation mit der Marke so geil finde und ob es vielleicht Produkte auf dem Markt gibt, die vergleichbar sind oder so. Das finde ich einfach super wichtig. Ne? Oh. So ist das halt. Deswegen habe ich mir tatsächlich auch von Balea.me dieses Ultra Sensitive Reinigungsschaumgedönsen geholt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also ich mache Double Cleansing, wo ich erst, wenn ich so geschminkt bin, ne, gehe ich mit dem Abschminkbalsam. Da habe ich hier auch einen, den ich leer gemacht habe. Mit dem Finger kurz rein, mache mir das so, mache mir das auf das Gesicht, Wasser drauf und dann unter die Dusche, flupp, Wasser drüber. Dann Reinigungsschaum in die Hände, fupp, 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 aufs Gesicht und dann fupp, runter. Genau so. Und ja, hier kam gut Schaum oben raus. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Schaum an sich hatte eine schöne, nennt man das Viskosität, keine Ahnung. Der hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Auf jeden Fall besser als der, den ich aktuell in Anwendung habe. Ja, und das hat meiner Haut auch gut gefallen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man so wie ich sensible, trockene Haut hat. Also ich glaube vor allem der sensible Faktor hat hier mitgespielt. War das ein gutes Produkt? Mochte ich gerne leiden. Ja, dann habe ich, wie gesagt, ne, Abschminkbalsam, den hier leer gemacht. Das ist der mega gehypte von I'm From Fig Cleansing Balm. Also quasi mit Feige. Den gibt es bei YesStyle gibt es den. Oh, Claudinchen. Und da habe ich auch einen Code. Auf jeden Fall fand ich den gut, ja, aber nicht überragend. Also zum Beispiel so wasserfeste Mascara. Wie die Sky, also dann eine feste Mascara, die halt ordentlich sich an den Wimpern festtackert, wie die Sky High von Maybelline zum Beispiel, kriege ich damit nicht abgeschminkt, muss ich leider gestehen. Das ist ein bisschen schwierig. Er nimmt normales Tages-Make-up, so wie jetzt das zum Beispiel. Das wird der ganz gut runternehmen, das wäre easy peasy Sonnenschein. Aber wenn ich jetzt manchmal ein bisschen kräftigere Looks schminke, ne, das kennt ihr ja von mir, ich bin ja ein kleiner Paradiesvogel, wo ich mir richtig Hardcore-Pigment, zum Beispiel von Love mit Oscar Atem, die Palette, ne, wenn ich mir da die Sachen aufs Auge gebe oder so, da müssen diese Produkte halt ein bisschen mehr arbeiten. Das ist nun mal so. Oder einen krassen Liquid Lipstick, wenn ich viele Adventskalender drehe und da einfach nicht bei jedem Adventskalender mir nochmal einen neuen Lippenstift auftragen möchte, da hilft der nicht so unbedingt. Aber kurz was trinken. Übrigens auch hier, ne, Waterdrop, wisst ihr Bescheid. Da hilft er jetzt nicht so ultra massiv. Aber wie gesagt, für normales Tages-Make-up ist der vollkommen solide. Und der ist auch, was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, vollkommen in Ordnung. Weil du kriegst ja auch richtig viel Produkt drin. Du hast ordentlich was für dein Geld. Und dann läuft das halt. Ich sehe gerade nicht, 100 Milliliter sind hier drin, ne? Das ist alles soweit so gut. Am besten halt mit dem Spatel rausnehmen und ja. Und der roch halt angenehm. Aber wie gesagt, da bin ich tatsächlich eher bei Yepoda. Und da habe ich mir jetzt einfach mal exemplarisch auch den Originaltitel von dem Cleansing Balm mal hier hingeholt. Und das ist der The Calm Balm. Und der ist mit Oliven- und Kokosnussöl. Der ist halt wirklich aktuell, wirklich, habe ich noch keinen einzigen gefunden, der besser ist als der. Der ist super
sanft zur Haut, der ist beständig, was quasi die Konsistenz angeht. Also du hast von oben bis unten die komplett gleiche Konsistenz und der ist schön auf dem Gesicht, der nimmt das Make-up runter, der nimmt auch krasses Make-up runter. Den kann ich halt voll empfehlen. Den habe ich aber jetzt nicht leer gemacht, den will ich jetzt quasi in mein Badezimmer erstellen, denn der ist noch vollkommen neu. habe ich hier aber nur hingestellt, weil ich sowieso was über Yepoda erzählen wollte. Denn ich habe jetzt in der Black Week einen Rabattcode über 43%. Das ist viel. Claudi43, ne? Das ist hart. Link, Rabatt und so weiter, alles in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und hier seht ihr auch einmal die Konsistenz von The Calm Balm. Die haben so witzige Namen, ne? Und ja, das schmilzt dann so auf der Haut und das ist angenehm. Ich mag den sehr, sehr gerne und freue mich, dass ich den jetzt wieder in Anwendung nehmen kann. Ja, aber was ich von Yepoda leer gemacht habe, ist The Repair Hero. Das ist ein Niacinamid-Serum, was dann ja quasi die Haut richtig schön wieder aufbaut und also quasi repariert, aber auch gleichzeitig nährt und beruhigt und ein schönes Gefühl auf der Haut gibt. Ich habe ja meine drei heiligen Säulen, für mich persönlich drei heilige Säulen, was Pflegeprodukte angeht. Das ist Yepoda, das ist Beauty Mates und das ist Dalton. Mit denen arbeite ich hammermäßig gerne zusammen und sage allen anderen Firmen von Herzen gerne ab, weil ich da einfach in den jeweiligen Sortimenten meine Lieblinge gefunden habe und mich da einfach sehr wohl fühle und euch das halt auch guten Gewissens empfehlen kann und nahelegen kann. Das hier ist tatsächlich nicht mein präferiertes Produkt von Yepoda, aber es war ein gutes Produkt, was gut bei mir funktioniert hat. Etwas, was ich richtig geil finde, ist halt, wie gesagt, The Calm Balm. Das ist für mich das It-Produkt von Yepoda. Liebe ich einfach und würde ich immer wieder mir nachkaufen und oder halt nachbestellen, wenn Yepoda fragt, ob ich den haben möchte. Aber ich würde es mir auch so selber kaufen, ne? So, dann kommen wir jetzt zu den Produkten von Beauty Mates. AHA Glow Booster und Hyaluron Cream Lift. Den AHA Glow Booster habe ich aufgebraucht, Hyaluron Cream Lift habe ich aktuell noch in Anwendung. Natürlich, alles kann man auch solo tragen, also musst du nicht in eine Creme einmischen. Du musst auch nicht explizit diese Creme verwenden oder die für normale Haut, die es ja auch gibt, einfach die Hyaluron Cream Boost mit dem blauen Deckel, ne? Aber trotzdem finde ich persönlich, dass die Produkte in Kombination von der gleichen Marke am besten miteinander halt funktionieren. So, genau. Also, wir fangen an mit der Creme. Die enthält Ciza, Ceramide, Moringa, Mangobutter. Nur richtig geile Inhaltsstoffe, weil Beauty Mates hat sich auf Wirkstoffkosmetik konzentriert. Das heißt, die möchten kein Rampampam reinpacken, keine PEGs, keine Farbstoffe vor allem, keine Parfümstoffe, keine Rampampam, nichts Verrücktes, keine Tierversuche, das sind vegane Produkte und ich finde sie einfach toll. So ein Tiegel hält relativ lange, ne, weil die, das hier ist jetzt die etwas reichhaltigere Variante oder sehr reichhaltige Variante, die ich jetzt abends sehr gerne verwende. Die ist auch sehr, sehr dick und das mag ich auch sehr gerne. Also das ist eine Creme, ihr seht es ja, ne, die habe ich jetzt einfach aktuell in Benutzung, die ich gerne mag. Und auch wenn die ohne Parfümstoffe ist, riecht die sehr angenehm. Ja, einfach nach Creme, ne? Aber sie riecht halt wirklich angenehm. Ich mag die Produkte von Beauty Mates und habe da auch einen Code. Das ist jetzt in der Black Week, Claudi-Black. Und da bekommt ihr sogar 30% auf die Produkte. Normalerweise ist es nämlich mit meinem Code 20%. Aber jetzt in der Black Week hauen die nochmal einen raus und sagen, komm Leute, 30%, ab geht die Party. Finde ich richtig geil. Das ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, da verdiene ich auch eine kleine Provision dran. Die verwende ich gerne halt im Winter oder halt zur kälteren Jahreszeit, wenn vermehrt so Heizung an ist oder wenn wir den Kamin anhaben, weil meine Haut da nochmal ein Stückchen mehr Pflege braucht, ein bisschen trockener ist und da kommt das halt alles, ne, mit diesem Ziezergedönsen richtig gut zur Geltung bei mir und meine Haut liebt es. Ich finde die klasse, wie gesagt, die kannst du wirklich gut verwenden im Winter, ne? Ja. Was? Und dann habe ich hier den AHA Glow Booster, den ich einfach geil finde, weil das ist ein Produkt, was mich an diese chemischen oder an die Säurepeelings herangebracht hat, ne? Das ist halt ein Booster. Also, es ist kein Serum. Die Booster von Beauty Mates sind ungefähr dreimal so hoch konzentriert wie normale Gesichtsseren. Das heißt, du hast natürlich auch dreimal so lange in der Theorie was davon und brauchst immer nur relativ wenig. Du kannst es pur aufs Gesicht auftragen oder in die Creme einmischen. Ich gebe mir das eigentlich viel, viel lieber in der Creme eingemischt, mache das dann einfach ein bisschen was von der Creme in die Handinnenfläche. Dann mache ich mir zwei, drei Tropfen von dem Booster, den ich gerade halt in Anwendung habe oder die beiden Booster, die ich
gerade kombinieren möchte, in die Creme, dann verrühre ich das so ein bisschen, mache meine kleine Hexenküche in meiner Handinnenfläche, mach so und habe ein feines Gesicht, ne? Ja, und hier haben wir tatsächlich bei dem AHA Globus der AHA drin, das ist Frucht, ach Quatsch. Doch, Fruchtsäure und BHA, das ist Salicylsäure. Das gibt ein mildes Peeling auf der Haut. Man sollte sich an sowas vorsichtig rantasten. Und hier sind aber auch pflegende Inhaltsstoffe drin, sodass die Haut da nicht so mega ausgetrocknet ist. Und das ist halt auch etwas, was du nicht abwaschen musst. Das machst du halt mit der Gesichtscreme aufs Gesicht. Ist super easy. Und ich verwende das zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und ja, abends halt, ne? Wenn man das unbedingt morgens anwenden möchte, ist danach ein dicker, fetter Lichtschutzfaktor Pflicht, Pflicht, Pflicht. Weil die Haut natürlich in dem Sinne gepeelt und angegriffen, in Anführungsstrichen, ist. Ne? Und ja, ich mag es sehr gerne, kann euch das empfehlen. Und wie gesagt, bei Beautymates mit dem Code CloudyBlack gibt es gerade 30% Rabatt. Falls ihr euch dann noch irgendwie für Weihnachten eindecken möchtet oder so, haut raus. Ne? Also so einen hohen Rabattcode gibt es, glaube ich, dieses Jahr auch nicht mehr. Genau, ja, das ist, kommt hier hin, das ist nämlich kein Plastikmüll. Ja, dann kommen wir zu den Produkten von Dalton. Dalton ist nämlich, wie ja schon eben erwähnt, die dritte im Bunde, die dritte Firma im Bunde, mit der ich liebend gerne zusammenarbeite. Und Dalton ist auch nicht nur, weil wir uns persönlich schon getroffen haben, dieses Jahr in München, da habe ich euch ja auch meinen ersten Vlog zugedreht, eine Herzensfirma, sondern auch, weil ich schon richtig lange mit denen zusammenarbeite und das auch eine Firma ist, die richtig hohen Wert auf ein ehrliches Feedback von den Influencern, Kooperationspartnern, ja, eher Kooperationspartnern legt. Also man ist eher in einem partnerschaftlichen Verhältnis zueinander. Deswegen mag ich die auch so richtig gerne. Und da habe ich jetzt aktuell auch einen ziemlich tollen Rabattcode für euch. Und zwar ist es Beauty Cloudy. Damit gibt es dann nochmal feine 20% auf das Sortiment. Natürlich sind da die Streichpreise von ausgeschlossen. Also die rabattierten Produkte sind da nicht mit drin. Ne? Aber ja, da könnt ihr euch jetzt quasi für die nächsten Tage einfach mal gönnen, wenn ihr möchtet. Und auch das, Affiliate-Rabattcode. Ich verdiene eine kleine Provision dran, nur dass ihr es wisst. Ich habe aufgebraucht die Hyaluronic Urea Hydro Boost Cream. Und die ist von der Reichhaltigkeit, würde ich sagen, genau zwischen von Beautymates der Hyaluron Cream Boost und der Hyaluron Cream Lift. Das war für mich die perfekte Tagescreme, jetzt so im Winter. Oder ist es, ne? Ist jetzt ja leer. Und hier ist halt das Geile bei Dalton auch von den Inhaltsstoffen her wieder und von der Verträglichkeit her. Ich mit meiner sensiblen Haut habe halt immer super krasse Probleme, die perfekte Pflege für mich zu finden. Und hier habe ich halt einfach das Glück, es ist Meereskosmetik. Das Leben an sich kommt aus dem Meer, wenn man schon mal, keine Ahnung, ob ihr, kennt ihr Spore? Das war mal so ein Computerspiel. Das habe ich nämlich immer, wenn ich an Dalton denke, also im Hinterkopf, war ein Computerspiel, wo man halt so quasi als kleines Fitzelchen im Meer angefangen hat und sich dann quasi irgendwann weiterentwickelt hat und irgendwann war man im Weltall. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob ihr genauso ein Freak seid wie ich. Auf jeden Fall. Das Leben kommt aus dem Meer, du bist Leben, ich bin Leben, wir kommen aus dem Meer. Und deswegen ist Meereskosmetik für uns halt einfach eine super verträgliche Geschichte. Sei es fürs Gesicht, sei es für den Körper, sei es für alles, ne? Für alles, was man sich halt an sich so dran gibt, weil das halt einfach so diese hautverwandten Inhaltsstoffe hat. Und ich persönlich erkläre mir das immer so, auf diese Art und Weise mit dieser Meereskosmetik, denn ich persönlich kenne mich jetzt nicht so mit Chemie und Biologie aus, das habe ich super früh in der Schule abgewählt, deswegen kann ich euch gar nicht so genau sagen, was, wofür jetzt irgendwie Plankton uns hilft oder Algen uns helfen oder Muscheln uns helfen oder dieses Zellomer-Meeresextrakt, was wir halt auch in vielen, vielen Produkten von Dalton finden. Aber auf der Homepage steht das alles nochmal wunderschön erklärt. Aber ich kann mir das nicht merken, weil ich da einfach nicht so intuit bin. Ne? Ich kann euch nur sagen, die Creme war super, hat bei mir klasse funktioniert und ja, die mochte ich tatsächlich sehr gerne. Und ich bin sehr traurig, dass sie leer ist, aber sie ist es nun. Und ja, weil ich tatsächlich auch immer wieder, wie auch eben schon bei der Gesichtsreinigung gesagt, ne, meine Fühler ausstrecke und auch mal so ein bisschen gucke, was gibt es sonst noch so auf dem Planeten, habe ich natürlich auch andere Produkte von anderen Marken ausprobiert. Zum Beispiel habe ich hier von M. Asan das Retinol Intense Serum getestet mit 1% Retinol.
An Retinol muss man sich immer ganz, ganz vorsichtig rantasten und man sollte diese Produkte abends verwenden, weil auch Retinol ist etwas, wo man nachher dicken, fetten Lichtschutzfaktor auftragen sollte. Denn Retinol wirkt auf die Haut, dass quasi, ich meine positiv, ne, dass sie aufgehellt wird, dass Pigmentflecken aufgehellt werden. Haut, hier, wenn ich so einen Pickel habe, der jetzt so Pickel male, ne, dass die auch aufgehellt werden und alles etwas angeglichen wird. Ja, deswegen vorsichtig mit Retinol. Meine Haut liebt Retinol. Also ich liebe dieses Produkt. Das hat meine Haut verschlungen. Also ich fand das so, so geil. Hat mir richtig gut gefallen und ich habe das auch wie ein Booster tatsächlich angewendet. Da habe ich mich auch von Beauty Mates inspirieren lassen und habe das dann auch in die generelle Tagescreme so mit eingemischt, Abendcreme, Entschuldigung, eingemischt und das hat mir extrem gut gefallen. Doch, schönes Produkt, würde ich mir tatsächlich sogar nachkaufen, weil ich glaube, bei meinen Kooperationspartnern finde ich noch kein Retinol-Produkt so im Sortiment, ne? Nö. Ja, dann, aber vielleicht kriegt Beauty Mates bald eins, weil ich habe euch ja am letzten Aufgebraucht auch schon vorgestellt, dass da was im Gange ist, ne? Dann habe ich natürlich auch Augenprodukte aufgebraucht. Hier habe ich von Dr. Dennis Groß Stress SOS Eye Cream aufgebraucht. Da waren 5 Milliliter drin, das war jetzt nicht so viel. Ist so ein Airless Container, das heißt, es wurde so hochgedrückt. Das hat mir ganz gut gefallen, hat aber gestunken wie Sau. Muss ich wirklich dazu sagen. Ist ein sackenteures Produkt, aber hat meine Augenpartie schön gepflegt, hat nicht gebrannt, hat mir gut gefallen. Würde ich empfehlen. Würde ich mir das nachkaufen? Nee, weil so teuer. Dann habe ich ein Serum aufgebraucht und zwar, also ein Öl vielmehr von Hugon. Le Concentré Hyaluronique. Das ist ein sehr, sehr feuchtigkeitsspendendes, öliges Produkt gewesen, was ich mir halt auch dann abends aufgegeben habe, wenn meine Haut super trocken war. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Also gerne so an Tagen, wenn ich halt auch zum Beispiel diesen AHA Glow Booster verwendet habe und mir den pur aufs Gesicht aufgetragen habe, auch das habe ich manchmal gemacht, habe ich den ein bisschen einziehen lassen, in der Zeit dann so ein bisschen meinen Körper eingecremt und dann habe ich mir das nochmal drüber gegeben und dann nochmal die Gesichtscreme drüber. Perfekte Pflege so für den Abend und dann so schön ins Bett und dann Liebe, wundervoll. Schon wieder so eine Pipettenflasche, also auch kein Plastikmüll. Dann habe ich noch eine Augencreme aufgebraucht und zwar von Lancôme, die Advanced Genifique. 3 Milliliter waren hier drin, süß, ne? Hier habe ich drauf geschrieben, tatsächlich mal was drauf geschrieben, sanft, nicht reichhaltig. Das heißt, also ich habe die auch morgens angewendet, du hast eine sanfte Augenpflege, die sehr leicht ist, also quasi nicht so super reichhaltig. Das mache ich aber auch gerne lieber abends drauf, dass ich mir, wie gesagt, abends dann auch reichhaltige Pflege gebe und das dann für über den Tag, wenn man danach halt auch vielleicht noch einen pflegenden Concealer oder sowas verwendet. Ja, ich wollte einfach auch mal so eine High-End-Brand austesten, was auch sehr reich, sehr, sehr hochpreisige Pflege bedeutet. Die fand ich okay, würde ich mir aber tatsächlich gar nicht so nachkaufen, weil ich eher ein Fan bin von sehr reichhaltigen Geschichten. Wobei ich mir bei der Augencreme vorstellen könnte, dass es eine ganz gute Geschichte wäre, die vielleicht im Sommer zu verwenden, wenn man da etwas leichtere Pflege haben möchte, ne? Ja, genau. Und jetzt gehen wir gleich mal zu Gesichtsmasken und Ampullen. Und da starte ich jetzt erstmal mit den Ampullen. Da habe ich natürlich auch von Dalton die ein oder andere verwendet, aber auch Douglas ist hier mit dabei und Isana. Das heißt, ich mache erstmal hier mit Dalton weiter. Ja, ich liebe die Ampullen von Dalton. Das ist alles ein bisschen vom Preis her hochpreisiger, aber du merkst halt auch wirklich, dass es nicht nur mal eben so für den Moment ist, sondern dass du langanhaltend eine Feuchtigkeitspflege oder eine beruhigende Pflege bekommst und dass deine Haut da auch ein bisschen länger was von hat. Und das ist eben der Unterschied zwischen Drogeriekosmetik, würde ich mal so sagen, und der etwas hochwertigeren Kosmetik. Und hier habe ich die Hyaluronic Urea Hydro Boost Ampulle aufgebraucht, die einfach die Haut beruhigt. Mein Freund hustet nebenan und ich muss mich auch räuspern. Und die ist eine meiner absoluten Lieblingsampullen von Dalton. Die pflegt die Haut sehr, sehr intensiv und ich mochte die sehr gerne. Dann habe ich hier von Douglas, wie gesagt, etwas aufgebraucht. Und zwar ist es die Skin Focus Aqua Perfect Ampulle gewesen. Da habe ich aufgeschrieben, dass sie sehr angenehm war. Ja, ne? Das war okay, war halt in einem Adventskalender und ja, war halt offensichtlich sehr angenehm. Okay, dann habe ich hier auch noch aufgebraucht den Sensitive Focus. Ganz vorsichtige Pflege. Okay, ja, also quasi sanft Pflege. Aber ich weiß nicht, was ich damit meinen wollte. Ganz vorsichtige Pflege. Keine Ahnung. Ja, soll ja auch für sensible Haut sein. Was habe ich mir denn dabei gedacht?
keine Ahnung. Mochte ich auf jeden Fall wohl. Sonst hätte ich drauf geschrieben, dass ich die nicht gut fand. Express Lift von Isana habe ich auch aufgebraucht. Schäumt und klebt. Die mochte ich nicht so gerne. Genau, das ist eben das Problem, wenn du eine Ampulle aufträgst und die so klebrig wird. Das mag ich persönlich vom Hautgefühl einfach nicht so gerne. Genau, das waren die 4 Ampullen, die ich aufgebraucht habe. Dann habe ich noch ein paar Masken aufgebraucht. Normalerweise verwende ich keine Augenmasken an sich, weil ich, oder seht ihr hier auch sehr, sehr selten, weil ich diese Pöttchenmasken habe. Da sind immer 60 Stück drin und das dauert dann eine ganze Weile, bis ich da was leer habe natürlich. Ne? Sind dann 30 Anwendungen. Die hatte ich aber einfach nur Bock drauf gehabt, die auszuprobieren von Patchology. Surf Chilled Bubbly Eye Gels, also die haben jetzt nicht gebubbelt unter den Augen. Das war halt einfach wie so ein Hydrogel oder wie so ein Gel-Patches halt. Ne? Hier habe ich einfach nur gut drauf geschrieben. Die hat mir ganz offensichtlich gut gefallen. Ich gebe mir sowas gerne auf, wenn ich dann für den Rest des Gesichtes zum Beispiel eine Crememaske verwende oder auch, wenn ich mir eine Tuchmaske nochmal drauflege. Ne? Das kommt immer auf die Tuchmaske drauf an, aber das verwende ich gerne in Kombination, damit halt überall die Pflege hinkommt. Ne? Dann habe ich hier eine Maske verwendet, die habe ich geschenkt gekriegt und zwar von Balea, die Tuchmaske Sweet Kurkuma, die ist relativ neu, ja auch im Sortiment. Ne? Ich fand den Duft auch ganz okay, top Tragekomfort, schöne Feuchtigkeit und Duft? Hä? Leicht süßer Kaffee? Hä, ist das Olé? Nein, ach so! Ah, warte mal. Manchmal kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Top Tragekomfort, schöne Feuchtigkeit, Duft okay, leicht süßer Kaffee, aber Kurkuma nicht wahrnehmbar. Like. So, okay. Normalerweise ist das Problem bei den Balea-Masken, dass die relativ schnell austrocknen. Das war bei der nicht der Fall. Die hat halt Feuchtigkeit gespendet. Die mochte ich auf jeden Fall. Problem ist halt immer bei diesen Drogeriemasken, das ist halt immer für den Moment, also wenn du dich für eine Party schick machen möchtest oder für einen schönen Abend oder sowas, ne, dann kann man sich das dann mal gönnen oder für einen schönen Wellness-Moment, aber wenn du wirklich langfristige Pflege haben möchtest, würde ich eher empfehlen, etwas hochwertigere Masken zu verwenden. Ähnlich ist es bei dieser hier von Beauty Glam, die Hydration Boost Maske. Die ist gut, aber auch hier wirklich nur für den Moment und nicht langfristig diese Pflege. Ich weiß nicht, wo genau ich die her habe, ob die vom Action kommt oder so. Aber ja, das ist halt für den Moment schön. Dann habe ich hier von Sweet Chef die Beet and Vitamin A Fresh Press Sheet Mask aufgebraucht. Die fand ich okay, aber nicht überragend. Ist halt wieder die gleiche Geschichte. Ne? Ich gönne mir aber ab und an halt auch einfach mal den Moment der Pflege. Und das finde ich schön. Ich genieße das halt auch. Ne? Ja, ich habe aber für mich persönlich entschieden, dass ich mir halt nicht mehr diese Drogeriemasken kaufen werde oder günstige Masken nachkaufen werde, weil ich einfach weiß, es ist schön, wenn man mal so für den Moment ein schönes Erlebnis hat, aber es ist einfach nachhaltiger und irgendwie doch dann besser für die Haut und für die Umwelt, wenn man diese langfristigen Pflegegeschichten halt verwendet. Ne? Ist irgendwie sinnvoller. Eine Maske, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, ist die hier von Biotulin. Die fand ich sehr, sehr angenehm und ja, ist halt in so einem Aufklappvieh, zieht toll ein und hat tatsächlich geglättet, weil die sollte ja auch reduziert die Faltentiefe machen. Ne? Ich glaube, Biotulin ist halt auch eine nicht allzu günstige Marke und die hat ihrer Marke halt eine Ehre gemacht. War auch irgendwo mal mit dabei, ich glaube als Goodie oder so hatte ich die bei einer Bestellung mit dabei. Mir hat sie sehr gut gefallen. Eine Maske, die ihr jedes Mal im Aufgebraucht-Video seht, weil ich sie sehr gerne mag und da erinnere ich auch gerne nochmal an meinen Rabattcode von Dalton Beauty. Claudi, Leute, haut rein. Das ist meine Hydro Boost Maske. Das ist so ein geiles Zeug. Wie ein Kaugummi? Nein, wie ein Saugnapf. Saugt sich das an deinem Gesicht fest und hält und hält und hält. Du kannst damit staubsaugen, du kannst damit dich eincremen, du kannst damit dir die Haare föhnen. Die Maske wird dir nicht vom Gesicht fallen. Ich liebe sie und sie gibt halt nachhaltig Feuchtigkeit. Was man bei so sehr, sehr teuren Geschichten machen kann, die kostet glaube ich 12,50 Euro, ne, ist, dass man halt, nachdem man sie drauf hatte und dann irgendwie eine Viertelstunde auf dem Gesicht hatte, nochmal schön zusammenfaltet, denn du hast hier immer noch ein Restserum drin, dass du dir das Restserum nicht irgendwie auf Hals und Dekolleté gibst, sondern es drin lässt, die Maske nochmal wieder reinfaltest, hier reinlegst und am nächsten Tag halt nochmal verwendest. Dann hast du da einfach 2 Tage was von und den Effekt dann nochmal ein bisschen verlängert und so, ne, finde ich ganz schön. Und da sind halt schöne Inhaltsstoffe drin, die das Gesicht schön pflegen. Und ich habe hier jemanden in den Schlaf geredet, ganz offensichtlich. Schön, mag ich, liebe ich, ehrlich gesagt, ne.
So, und wenn wir jetzt einfach mal durch sind mit der ganzen Gesichtspflegegeschichte, haben wir ein wunderschönes Gesicht und brauchen gar kein Make-up mehr. Trotzdem habe ich das ein oder andere leer gemacht. Das erste Produkt oder die ersten zwei Produkte, die ich leer gemacht habe, trage ich sogar in meinem Gesicht. Das ist zum einen dieser Buttergloss, da habe ich mir eben noch die letzten Reste rausgekratzt. Ich sammle ja meine ganze dekorative Kosmetik, die ich in 2021 leer gemacht habe, um sie mir dann nochmal am Ende des Jahres anzuschauen und euch auch in einem Video zu zeigen, wie viel ich so leer gemacht habe. Ich glaube, das ist der einzige Lippenstift oder das einzige Lippenfärbeprodukt, was reinwandern wird. Aber das ist eher so ein Zwischending, weil das ja, das hier, ich kann nicht mehr reden, hat auch noch einen Pflegeeffekt mit dabei. Weil das halt so ein Buttergloss ist. Es ist nicht nur ein Lipgloss, sondern es zieht auch richtig in die Lippen ein. Das heißt, ich merke richtig, dass ich ihn jetzt die ganze Zeit über nicht aufgegessen habe, sondern dass er auch wirklich in die Lippen einzieht. Er liegt nicht auf den Zähnen blöd, er klebt nicht blöd, er ist wirklich toll. Ich habe den in der Farbe Tiramisu hier und ja, das ist eine kleine Variante davon. Ich finde den klasse und ich müsste auch noch, achso, ich dachte gerade, meine Uhr würde nicht aufnehmen. Ich müsste auch noch ein Backup davon haben, ne? Der ist richtig, richtig toll. Dann habe ich ein weiteres Produkt aufgebraucht, und zwar ist es die Mascara, die ich gerade trage. Man sieht, das ist eine sehr schöne, dezente Geschichte jetzt aktuell, weil die Mascara relativ leer ist. Ansonsten hat sie die Länge halt auch noch ein bisschen mehr gegeben. Macht sie jetzt nicht mehr, weil da nicht mehr allzu viel Produkt drin ist. Aber was ich halt geil finde, jetzt bis zum Ende hin, sie trennt die Wimpern schön, sie gibt einen Schwung rein. Und sie hat auch am Anfang nicht verklebt. Das ist eine Gummibürste hier von der Lancôme Idol Mascara. Eine ganz, ganz schöne Geschichte. Da überlege ich wirklich, ob ich mir die vielleicht sogar mal in der Full Size hole, weil ich die so schön finde. Aber ich habe noch so viele im Backup, ne? Die finde ich aber richtig, richtig gut. Wirklich gut. Also auch besser als die Hypnose Mascara, die es so von Lancôme auch gibt. Weil die macht halt dieses, die macht halt was Schönes mit den Wimpern und das hat mir halt echt gefallen. Ja. Dann habe ich ein Produkt, was ich quasi im Gesicht trage, aber das ist jetzt quasi leer, aber der Effekt ist jetzt quasi noch sichtbar. Ich liebe von Purish, also nicht von Purish, von Grande Cosmetics, gibt es aber bei Purish. Normalerweise, ne, könnt ihr das mit meinem Code kaufen. Jetzt gerade schaut gerne in der Infobox vorbei. Ich weiß nicht, ob Grande Cosmetics auch sogar rabattiert ist. Das wäre ja mega geil. Auf jeden Fall ist das das Wimpernserum, was ich einfach seit Ewigkeiten jetzt verwende. Und wo ich auch wirklich sage, da will ich nicht von weg, solange ich keine Ambitionen, schwanger zu werden habe, weil Hormone drin und so, oder kein Baby in meinem Bauch drin habe, werde ich das auch noch verwenden. Ne? Weil in der Schwangerschaft sollte man das nicht verwenden, wegen Hormonen halt. Aber das macht halt richtig was mit meinen Wimpern. Ich habe damals, also ich habe letztens auch mal so ein bisschen so geschaut bei alten Bildern von mir und so, wie meine Augenbrauen aussahen, wie meine Wimpern aussahen. Sah alles nice aus, war okay, ne? Also ich habe mich auch wohl damit gefühlt. Aber das hier hat für meine Wimpern einfach dieses Wumm gegeben. Also teilweise, wenn ich mir eine ordentliche, eine Nabla Vicious Mascara oder sowas auftrage, ich komme mit meinen Wimpern dann bis an meine Augenbrauen. Das ist Hardcore, Leute. Das ist wirklich Hardcore. Und ich habe schon von vielen, die sich das nachgekauft haben, die Nachricht bekommen, Claudi, ich weiß jetzt, warum du dafür schwärmst wie eine Irre. Weil das ist wirklich irre gut. Es ist teuer, ja. Aber es hat halt auch einen Effekt. Und das finde ich halt gut. Ne? Das hält dir, ich sag mal, 5 Monate, wenn du das jeden Abend verwendest. Hält dir dieses Serum 5 Monate. Und dann ist es schon wieder in Ordnung, weil du dann nicht mal, hast du dann 10 Euro pro Monat ungefähr, ne? Ein bisschen mehr als 10 Euro. Aber das ist es mir persönlich wert und deswegen kaufe ich mir das auch selber tatsächlich immer wieder von meinem eigenen Geld nach, weil ich das so geil finde. Ich habe letztens noch Sophia getroffen, das ist eine liebe, ja, man hat sich halt kennengelernt, wie soll ich das sagen, eine Zuschauerin. Und sie wohnt in einem Ort, wo ich öfters mal hinkomme. Und dann hatte sie mich mal irgendwann auch gesehen und angesprochen. Und da wussten wir, dass wir sehr nah beieinander wohnen. Und seitdem treffen wir uns auch das ein oder andere Mal. Und sie hatte das ausprobiert und es leider nicht vertragen und hat mir dann quasi ihrs getauscht. Ich habe ihr dafür was anderes halt gegeben, was sie sich halt gewünscht hatte. Das hatte ich halt da, habe ihr da ein Päckchen zusammengepackt, ne? Und ja, da habe ich mich halt auch mega gefreut, weil ich dann halt dann nochmal so ein Backup habe. Das ist sehr cool und liebe Grüße an dieser Stelle. Dann habe ich etwas aufgebraucht, was sehr schnell leer war, und zwar von Essence, der Easy Brush Liner. Den finde ich total super. Das ist ein Eyeliner. Der hat vorne kein Pinselspitzchen. Ja, quasi Pinselspitzchen, aber anders. Also ist quasi kein Dip-Eyeliner. Der hat hier so eine ganz... Sieht man das? Das ist jetzt halt, ne? Also wenn das auf der einen Seite ist, ist es so breit und so von der Seite ist es flach. Und der hat halt so Plastikpinselviecher.
ne? Ist halt kein Schwämmchen. So. Und so ähnlich wie der Kat Von D Tattoo Liner oder Ayeko Black Magic Liner müsste das sein. Damit kann ich am allerbesten arbeiten. Und die liebe ich einfach so sehr, diese Eyeliner. Ich weiß nicht, ob der noch im Sortiment ist. Ich finde den klasse. Dann habe ich hier noch einen Augenbrauenstift leer gemacht und ich habe jetzt versucht, mir auch Augenbrauenstifte rauszusuchen, die ich leer machen möchte, die einfach etwas teurer sind. Dass ich nicht meine teuren Produkte in meinen Schränken verrotten lasse, sondern dass ich sie verwende, auch wenn es weh tut. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade von Fenty Beauty den Augenbrauenstift in Anwendung. Und auch gerade auf meinen Augenbrauen. Ja, ich habe hier jetzt von Lancôme den Brow Define Pencil leer gemacht, der einfach so schnell leer ging. In der Farbe 02 Blond, hat mir richtig gut gefallen. Sehr feine Mine, hinten noch ein Spoolie dran. Und ja, würde ich aber nicht nachkaufen, weil in der Drogerie kriegst du Augenbrauenstifte für ein Zehntel, die genauso gut sind. Also, das muss eigentlich nicht sein. Und wenn ich jetzt demnächst mal so Full Faces ausprobiere, werde ich mir auch höchstwahrscheinlich solche Produkte nicht unbedingt dann von den Marken nochmal kaufen, weil hat gar keinen Sinn. Eine weitere Mascara habe ich aufgebraucht. Das ist so eine richtige Wavavoom Mascara. Die hat nämlich auch ein Faserbürstchen. Und das ist von Maybelline The Falsies Lash Lift Mascara. Die ist hardcore. Ihr müsst wirklich aufpassen. Ich habe die immer nur in Kombination mit einem, zum Beispiel mit der Lash Idol von Lancôme verwendet. Mit einem Gummibürstchen halt, ne? Weil wenn ihr die solo verwendet und euch dann, wie ich das immer gerne mache, 3 Schichten auftragt, verklebt euch die ganze Geschichte relativ schnell. Sei nicht wie Claudi, sei schlauer. Und deswegen auf jeden Fall dann in Kombination mit einer Kunstfaser, mit einer Gummibürsten-Mascara verwenden. Und dann habt ihr da lange Freude dran. Und die macht halt auch wirklich Volumen. Die macht wusch. Und die macht richtig krasse Wimpern. Ich mochte die sehr gerne. Dann habe ich ein Produkt aufgebraucht für meine Nagelgeschichte. Denn ja, ne, ich bin ja ein Freak. Ich mache mir einmal die Woche meine Nägel und mache die halt immer kunterbunt. Und ich bin ein sehr großer Tollpatsch. Das heißt, ich male viel daneben. Und so wie es jetzt aussieht, sieht das am Anfang nicht aus. Also die ersten 1-2 Tage sehen meine Nägel nicht so geil aus, weil ich echt viel daneben male. Ne? Und da kommen mir solche Stifte halt immer sehr gelegen. Das ist jetzt hier von Douglas, der Nail Corrector Pen. Den gibt es auch tatsächlich von Essence. Ne? Und ich werde mir den auch von Essence nachkaufen. Ich finde den klasse. Der hat halt hier so eine Spitze vorne dran und hier hinten sind auch so Ersatzspitzen in dieser Kappe hinten drin, ne, dass man das wieder austauschen kann. Die sind jetzt natürlich alle leer. Und dieser Stift ist quasi getränkt mit, ich glaube, Nagellackentferner oder so ist da drin. Und dann konnte ich halt immer super fein hier so an den Seiten entlang gehen oder hier vorne so rangehen, ne, und mir dann die Geschichte, die daneben gelaufen ist, ein bisschen rausnehmen. Finde ich klasse. Ich mag die total gerne. Und werde mir den auch nachkaufen. Also von Essence dann. Da ist es mir wirklich Wumpe, ob das jetzt von Douglas, von Essence oder von irgendeiner High-End-Marke ist. Ein Produkt, was ich leer gemacht habe, was auch so ein kleines Erinnerungsprodukt für mich ist, an eine sehr, sehr heftige Zeit meines Lebens, ist dieses Parfum. Und zwar ist das Goldea The Roman Night. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke das ist. Das war so teuer. Und, ach, von Bulgari, glaube ich, ne? Ja, also das ist kein Duft, der super geil riecht, muss ich wirklich sagen. Und ich habe mir das damals gekauft, das ist jetzt auch schon 4 Jahre, glaube ich, her. 4 Jahre müsste das sein, ja. Oder nee, 5 Jahre ist das schon her, wow. In der Zeit, wo es mir gar nicht so gut ging, ich wurde in meinem Job gekündigt und ich war sehr, sehr traurig in meinem Leben und habe dann quasi einen Frustkauf gemacht und habe mir dieses Parfum aus Frust gekauft und habe das aufgelegt und habe dann irgendwie neuen Mut gefasst, habe Bewerbungen geschrieben, Bewerbungsgespräche geführt und dieses Parfum hat mich dann immer begleitet. Es ist ziemlich witzig, dass es halt genau jetzt leer ist, weil ich dann quasi im Anschluss an dieser Geschichte meinen Job gefunden habe bei der Firma, wo ich auch 4,5 Jahre sehr glücklich war, den ich jetzt ja seit Oktober nicht mehr habe, weil ich gekündigt habe. Aber ja, auf jeden Fall ist das Parfum leer und somit habe ich dann auch irgendwo ein Stück weit mit dieser Phase meines Lebens abgeschlossen. Ich schaue zurück mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn es war definitiv eine schöne Zeit und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass dieser Duft, dass dieses Parfum mich da auch ein Stück weit rein begleitet hat und während der ganzen Zeit immer wieder begleitet hat. Deswegen habe ich mich immer gescheut, das leer zu machen. Und als ich dann jetzt gekündigt habe, habe ich gesagt, komm, das stellst du dir jetzt ins Badezimmer als Duft, den du aufbrauchen möchtest, ne? Sehr psychologisch hier gerade geworden, Leute. Das war nicht meine Absicht. Aber gut, dann habe ich hier noch 2 weitere Parfums aufgebraucht, aber die habe ich nicht am Körper getragen. Immer wenn ich Verlosungspakete packe,
mache ich das immer recht liebevoll, ne, mit einer handgeschriebenen Karte mit dabei und dann mache ich immer einen Stritz Parfum mit rein. Finde ich immer ganz cool und dafür verwende ich halt diese Parfumproben, die ja immer wieder bei mir eintrudeln. Da habe ich zuallererst verwendet von Zarco Perfume The Muse. Das ist so ein ganz klassischer Duft, der glaube ich auch so ein bisschen unisex ist, ne? Riecht auch ein bisschen holzig mit dabei. Und ja, Mick mag ich ganz gerne und ich fand den dafür eigentlich auch ganz passend und schön. Und das haben mir auch einige geschrieben, dass sie den Duft auch so wahrgenommen haben und das ganz schön fanden. Ne? Manche haben mich sogar gefragt, was das für ein Parfüm war, was ich da reingesprüht habe. Voll cool. Und dann das nächste, was ich reingesprüht habe, war Angel von Mugler. Genau, das war ein Duft, der sehr feminin ist und sehr verspielt, sehr blumig. Den könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich als Duft für mich zu verwenden. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Hat wirklich was sehr Angenehmes. Ich glaube, Jasmin ist da auch mit drin. Mag ich gerne. Aber auf jeden Fall das nicht auf den Körper gesprüht. Das war dann in Verlosungspaketen drin. Etwas, was ich jetzt gerade auf meinen Nägeln trage, sind Nagelsticker von Essence. Die sind jetzt, ja, teilweise aufgebraucht. Ne? Da ist jetzt der Rest vom Schützenfest noch in meiner Nagelgeschichte drin. Aber ich habe mir gedacht, ich habe sie jetzt auf den Nägeln. Ich kann sie euch jetzt zeigen. Und so seht ihr sie aus der Nähe. Und da muss ich sagen, Hut ab Essence. Endlich habt ihr es geschafft, dass die Nagelsticker wenigstens halbwegs halten, dass sie sich nicht so nach oben biegen. Das machen die nämlich sonst gerne auf meinen Nägeln. Ja gut, hier dieser Tannenbaum ist jetzt schon ein bisschen abgebröckelt, aber es ist der Zeigefinger, der geht eh immer ganz schnell ab. Ja, deswegen alles easy peasy, ne? Und das mochte ich jetzt sehr gerne, dass die sich einfach in der Qualität offensichtlich ein bisschen verbessert haben. Das wollte ich mit an die Hand geben. Dann habe ich hier noch eine Seife drin, aber die habe ich hier in der dekorativen Kosmetikabteilung, weil ich damit meine Pinsel aktuell reinige. Das ist von The Body Shop, Himalayan Charcoal, ist eigentlich eine Facial Soap. Aber Leute von heute, das reinigt mir die Pinsel so gut. Krass. Also ich hatte noch nie eine so gute Pinselseife, tatsächlich. So super teuer sind die gar nicht, ne? Du hast ja auch einen ordentlichen Brocken. Genau, soviel zur dekorativen Kosmetik. Dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu Körpersauber. Das ist auch immer eine ganz wichtige Kategorie natürlich. Und offensichtlich habe ich gar nicht so viel geduscht. Denn hier ist gar nicht so viel leer geworden. Das hier habe ich in einer ziemlich langen Zeit aufgebraucht, mehrere Monate. Also viele Produkte, die hier sind, habe ich jetzt nicht innerhalb eines Monats aufgebraucht, sondern das war immer über einen gewissen Zeitraum und dann sind sie jetzt einfach gerade leer geworden. Und wenn sie leer werden, kommen sie einfach in die Schublade. Das hier ist von Shave Safe Woman Shaving Gel und das hatten wir, glaube ich, mal in der Goodiebox mit drin gehabt. Das mochte ich sehr, sehr gerne, habe ich vor allem für die Intimrasur verwendet, aber auch, wenn ich im Sommer mir wirklich jeden Tag die Achseln rasiert habe, haben meine Achseln auch mal irgendwann gesagt, boah, Claudi, ganz ehrlich, lass uns doch einfach mal in Ruhe wachsen. Die Haut war einfach sehr irritiert und wenn ich das aber in Kombination dann verwendet habe, war alles tutti. Und ja, es hat sich keiner mehr beschwert. Ne? Fand ich schön, tatsächlich. Und auch die Applikation mochte ich sehr gerne, dass es so in der Tube war, war etwas fester und das mochte ich einfach. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht, tatsächlich, nee, zwei Duschgels, okay. Eine Limited Edition von Koishi, auch das war, glaube ich, irgendwie in der Box mit drin. Ein Vanilla-Shower-Gel, das mochte ich gerne vom Duft her. Das hat mich jetzt so ein bisschen schon in diese Vorweihnachtszeit reingebracht, weil das doch etwas süßer war, aber nicht so künstlich süß. Also das hatte auch ein bisschen was etwas Herberes dabei, wie wenn man halt so eine richtige Vanilleschote nimmt und daran riecht, dann ist es halt was anderes, als wenn du an Vanillezucker riechst. Und so hat es gerochen. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. Hat mir gut gefallen. Etwas, was natürlich so eine richtige Parfümbombe war, war das hier. Aber ich habe es geliebt. Hat nicht unbedingt dann auch noch so eine Feuchtigkeitspflege mit dabei gehabt. Das hat einfach nur sauber gemacht und mich in eine Parfümwolke gehüllt. Von Yves Saint Laurent, das Libre Duschgel habe ich leer gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr weiblich und sehr so feminin und so damit gefühlt. Also wenn ich solche Abenden haben wollte. Oh Gott, ich erzähle manchmal viel zu viel von mir, ne? Habe ich das auf jeden Fall verwendet. Und das riecht immer noch so hardcore. Also das ist auch ein Duft, wo ich sage, das könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, das als einen Duft zu kaufen, ne? Das so gut riecht. Mein Körper habe ich, was ich habe geschmatzt. Warum schmatze ich hier? Be a lady, not the Schmatzer. Dann habe ich natürlich meinen Körper auch ein bisschen gepeelt. Da verwende ich gerne so mechanische Peelings. Im Gesicht nicht unbedingt, aber am Körper doch. Ne? Das darf gerne rubbeln. Von The Body Shop habe ich The British Rose Exfoliant Gel Scrub, Exfoliant Gel Body Scrub leer gemacht.
Das mochte ich vom Duft her sehr gerne. Von der Peeling-Geschichte her war das jetzt nicht das Nonplusultra. Da hatte ich mehr Gel drin als Scrub. Würde ich mir persönlich nicht nachkaufen. Dafür ist es mir zu wenig, muss ich gestehen. Aber fand ich okay, ne? Etwas, was ich halt total geil finde, da fahre ich halt tierisch drauf ab, ist von Kneipp das verwöhnende Cremeöl-Peeling mit Kamelie und Argan. Das hier war jetzt nur ein Sachet. Habe ich auch schon mal in einem großen Pott gehabt und so, ne? Richtig geil. Da kannst du zwei Anwendungen raushauen und da habe ich meine Freude mit. Das hat halt auch diesen Effekt, dass du dich danach eigentlich gar nicht mehr eincremen musst. Also sehr schönes Peeling, auch so für die Winterzeit mag ich das gerne. Das schmilzt so richtig schön auf der Haut und so. Ich mag das. Ist halt auch ein Zuckerpeeling, glaube ich, ne? Also kein Salzpeeling. Salzpeelings habe ich immer Schiss vor, weil wenn ich mich frisch rasiert habe und dann Salzpeeling verwende. Tut's weh. Ja, wenn wir jetzt einen sauberen Körper haben, gehen wir jetzt weiter zu Körpercreme. Bei Körpercreme habe ich ein bisschen mehr verwendet. Hier wollte ich auch mal wieder ein bisschen Ladylike-Duft haben. Boss Alive hat aber eher was Sportliches vom Duft her gehabt. Pflegewirkung, ja, so lala. Also eigentlich nicht wirklich vorhanden. War okay. Ist für mich eher ein Produkt, was ich jetzt so im Sommer empfehlen würde. Den Duft fand ich aber ganz angenehm. War so ein bisschen sportlich, fruchtig, frisch, würde ich es mal nennen. Dann habe ich von The Ritual of Ying ein Produkt verwendet, und zwar die Soothing Body Cream. Die fand ich so schön. Die mag ich halt auch gerne. Diese The Ritual of Ying-Reihe finde ich sowieso total klasse, weil das ein schöner Unisex-Duft ist, der auch irgendwie direkt für den Körper, also für den Kopf, was Pflegendes hat. Also du denkst direkt an Pflege, wenn du das riechst, ne? Und das war halt auch recht reichhaltig und ich mag das sehr gerne. Ja. Dann habe ich noch eine weitere Bodylotion leer gemacht, und zwar von Jungglück. Das war nur so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Die war aber extrem reichhaltig, ne? Ich konnte mich mit diesen 5 Millilitern zweimal komplett eincremen, weil die halt so eine richtige Ölphase noch, also die war halt sehr, sehr so seidig, auch von der Oberfläche her. Und halt so richtig, wie eine reichhaltige Creme halt so ist, ne? Und das halt als Bodylotion ließ sich halt gut verteilen, aber war, ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe die drauf gemacht, einmassiert und dann war halt nichts Weißes mehr. Und dann hat sie quasi so ein bisschen diese Rückfettung gehabt. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben, ne? Fand ich extrem toll. Ja, ne? Das Glas und Plastik. Dann habe ich noch eine Bodybutter von The Body Shop verwendet. Die war sehr reichhaltig. Sind die immer von The Body Shop? Das ist die Avocado-Geschichte für trockene Haut. 96 Stunden Moisture macht sie bei mir jetzt nicht. Also ich habe die schon täglich angewendet und nicht jetzt nur alle 3 Tage oder 4. Ne? Die musste schon ein bisschen öfter, aber tolle Konsistenz, tolle Pflege. Der Duft, ja, ne, war okay. Avocado, Butter. Also hat gut gerochen, hat sich gut angefühlt, hat gut gepflegt, hat mir gut gefallen. Würde ich mir tatsächlich sogar nachkaufen. Ja, dann habe ich, wenn ich meinen Körper eincreme, ja noch ein paar andere Zonen an meinem Körper, die etwas mehr Pflege benötigen. Und zwar sind das meine Hupis, meine Mumu und meine Oberschenkel. Die bekommen nochmal eine extra Portion Pflege, bevor ich die generelle Bodylotion oder Bodybutter oder Bodycream oder Body dies, das, Ananas auftrage. Das ist immer so, was ich halt brauche. Auch meine Füße brauchen eine eigene Pflege. Da habe ich zuallererst für meine Oberschenkel verwendet von Tom Hems The Body Oil Ylang Ylang Balancing Body Oil. Das war richtig gut für meine Oberschenkel und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat eine schöne Pflege gegeben, ist gut eingezogen und ich habe das Gefühl, seitdem ich halt auch diese Pflege etwas ausgeweitet habe und da auch noch vor meiner Body Eincreme Komplettgeschichte Seren auftrage oder halt Öle auftrage, dass die gewissen Partien, die diese Pflege brauchen, auch echt sich positiv entwickelt haben. Ich habe normalerweise, also ich habe es ja immer noch, ich habe so ein bisschen Zellulite und an meinen Oberschenkelinnenseiten habe ich halt Wachstumsfugen, Dehnungsfugen, Schwangerschaftsstreifen, weil ich halt so schnell gewachsen bin in meinem Leben, ne? Ich bin 1,73 und ich glaube, als ich 13 oder 14 war, 14 glaube ich, war ich auch schon so groß. Also ich bin super schnell wusch hochgeschossen, weil meine Eltern auch so groß sind. Meine Mom ist 1,85 und mein Papa ist fast 2 Meter, ne? Also deswegen bin ich noch ein Winzling mit meinen 1,73. Trotzdem, ja, habe ich meine Dehnungsfugen halt. Und ja, freue mich, dass ich mit sowas so ein bisschen dagegen anpflegen kann und die immer mehr verblassen. Jetzt mit meinen 32 Jahren, nur noch ich sehe die. Kein anderer, der nicht so explizit drauf achtet, sieht die.
Das kann ich auch jedem einfach mal so mit an die Hand geben. Solltest du sowas haben, mach dir keine Sorgen. Pflege sie einfach immer wieder kontinuierlich. Irgendwann sieht kein Mensch die mehr. Wirklich nicht. Macht euch keine Sorgen. Und am Ende sind es nur Dehnungsfugen. Ne? Es ist jetzt kein abgehacktes Bein oder so. Ja, das muss ich mir persönlich, meinem 14-Jährigen, ich auch immer mal wieder sagen. Etwas, was ich auch dafür die Region verwendet habe, ist von Jungglück das Jojobaöl. Das hatte ich hier und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das war schön pflegend und hat da auch eine gute Geschichte gemacht. Hallo? Dann habe ich etwas verwendet, ich glaube, das war für die Hupis, super teuer, glaube ich, ne? Von Christian Berlin Iris Serum. Ja, und das habe ich für meine Brüste verwendet und das hat meinen Brüsten gut gefallen. Also das hat eine schöne Pflege gegeben, war auch etwas öliger. Schön, ne? Die dürfen halt auch mal High-Quality-Pflege haben, Leute, ne? 1A. Dann habe ich eine Handcreme leer gemacht. Das ist, ja, ne, die habe ich eigentlich auf Arbeit immer stehen gehabt. Und dann habe ich die, als ich dann meine Sachen nach Hause mitgenommen habe, natürlich auch mit nach Hause genommen. Die ist schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre alt. Und jetzt ist sie halt leer. Ja, das ist diese klassische Balea Buttermilk and Lemon Seife vor allem. Handcreme. Die hat mir gut gefallen. Die war auch recht reichhaltig. Die hat lange gehalten und, ja, war gut. Würde ich nachkaufen, theoretisch, wenn ich nicht noch irgendwie 1000 hätte. Und weil ich so viele habe, verwende ich teilweise auch Handcremes als Fußcremes. So wie bei dieser. Fair Squared Olive Hand Cream. Das ist eine Handcreme mit Olive. Und die war so schön pflegend. Als ich die das erste Mal nämlich auf meine Hände gegeben habe, habe ich gemerkt, wie reichhaltig diese Pflege ist. Und dass ich diese Pflegewirkung doch gerne auf meinen Füßen hätte. Deswegen habe ich die dann als Fußcreme verwendet. Und die war klasse. Also die hat meine Füße schön geschmeidig gemacht. Und jeden Abend verwende ich Fußcreme. Und das ist so angenehm. Ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen. Weil unsere Füße tragen uns durchs Leben. Dann sollten wir ihnen auch etwas zurückgeben. Und dieser Reim kam von Herzen an die Füße. Eine Ode an die Füße. Schöne Creme auf jeden Fall, ne? Und etwas, was man auch ab und an mal machen kann, würde ich mir aber nicht explizit kaufen, Leute, ne? Weil du kannst ja auch genauso gut dick Creme drauf machen und Socken drüber. Von Le Mini Macaron. Ich glaube, die war in der Look Fantastic Box, oder? Moisturizing Foot Mask. Die habe ich auch gemacht. Das war so eine Sockenmaske, die lässt man 15 Minuten drauf. Ich habe die ein bisschen länger drauf gelassen. Ich glaube, ein paar Stunden. Ja, ich hatte dann auch schöne gepflegte Füße, war in Ordnung, ne? Aber wie gesagt, da kannst du dir auch genauso gut halt die Creme drauf machen. Das ist halt so. Ich bemerke mit Freuden, dass ich endlich mal wieder was gegen meinen Körpergeruch unternommen habe, denn es ist selten, dass ich mal ein Deo leer mache. Das hier ist leer geworden. Das hat jetzt nicht so ultimativ geschützt oder so. Das hat halt ganz gut gerochen, auch so ein bisschen den Geruch überdeckt. War jetzt nichts Spektakuläres, aber ja, stoppt Bakterien, stoppt Geruch. Ja, das Einzige, was ja auch macht, dass du unter den Achseln stinkst, ist ja nicht der Schweiß an sich. Der ist ja eigentlich geruchslos, sondern die Kombination von Nässe, Bakterien, Milieu, was sich dort bildet. Am meisten hilft der Waschen, ist so. Aber an und für sich, ein Deo ist nie weg, verwende ich halt gerne und das mochte ich gerne. War übrigens von Farping Passion. Rose ist halt voll mein Ding, ne? Kannst nichts machen. Ja, und wo wir schon mal bei Düften sind, bleiben wir bei Düften. Da habe ich jetzt Raumdüfte. Genau, da habe ich zuallererst etwas leer gemacht. Das hat jetzt einen anderen Deckel bekommen, ne? Ja, ungefähr einen pro Monat brauchen wir auch. Wir haben so ein automatisches Gedönsen im Badezimmer, wo das reinkommt. Jetzt gerade haben wir Bratapfel und Zimtduft, glaube ich. Und ich stand letztens im Badezimmer unter der Dusche und habe dann so, macht mein Freund da gerade irgendwas zu essen? Hat der irgendwas im Backofen, was ich mal gerafft habe, dass ich da einen anderen Duft im Spender drin habe? Ja, das ist nämlich eigentlich der Duft, der bei uns generell eigentlich unser Lieblingsduft ist. Es ist dieser frische Wäscheduft Pure Bla von Airwick, ne? Den finden wir am besten. Und ja, ne, bis zu 70 Tage Duft steht zwar drauf, aber du hast ja diesen Regler, dass du einstellen kannst, wie oft das sprühen soll. Und wir haben das, glaube ich, auf 2 stehen. Und dann haben wir halt quasi ja, für einen Monat immer so ein Ding. Ich mag den Duft von frisch gewaschener Wäsche richtig gerne. Ja. Mega. Ja, schön Baumwolle, ne? Ist voll mein Ding. Aber jetzt so zur Weihnachtszeit oder zur Vorweihnachtszeit habe ich mir gedacht, komm, haust du mal ein bisschen Bratapfel rein. Mal gucken, was der Freund so sagt. Dann habe ich ein paar Raumdüfte aufgebraucht. Und zwar sind wir in dieser Trashy-Gruppe. Und da ist ja auch die liebe Miss Curly Jen mit drin, die sich jetzt ja auch mit ihrem eigenen Online-Shop so ein bisschen verselbstständigt, sage ich jetzt einfach mal dazu.
Miss Curly Wax. Ich setze euch auch mal den Link zu ihrem Webshop unten in die Infobox rein. Dann könnt ihr mal gerne bei ihr vorbeischauen. Denn in unser Trashy legt sie uns immer so schöne Proben rein, was ich ganz cool finde, weil so kann ich mich auch ein bisschen so durchdüfteln. Und wir brauchen auch, also wir haben so einen Melt Warmer bei uns. Den kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Der ist aber relativ teuer gewesen, habe ich bei Amazon gekauft. Der ist aber wunderschön, ne? Also alle, die reinkommen und wenn ich den Melt Warmer anhaben, sagen immer, oh, was ist das, wie schön und so. Und dann riecht man natürlich auch diesen wunderschönen Duft. Egal, auf jeden Fall habe ich diesen Monat 3 von diesen Melts aufgebraucht. Die sind recht langanhaltend, muss ich wirklich sagen, ne? Also wir haben den jeden Abend an, liebe Jenny, Hut ab, das machst du echt gut. Da sind nämlich immer auch nur kleine Dinger drin, das sind halt die Proben nur davon. Ein kleiner Duftruß. Nein, ein kleiner Duftgruß von Miss Curly Wax steht hier drauf. Black Vanilla, ja, der ist jetzt gerade auch bei uns drin. Intensiv, schwer, perfekter Herbstduft, habe ich hier drauf geschrieben. Der ist gerade bei uns in dem Melt Warmer drin. Und ich mag diesen Duft richtig, richtig gerne. Also den, ich glaube, den kaufe ich mir bei ihr auch einfach mal nach in Full Size oder in einem großen Ding, ne? Weil dann habe ich da einfach auch ein bisschen länger was von. Aber ich finde den klasse. Also da, Hut ab, hast du gut gemacht, Jenny. Dann habe ich hier noch den Green Desert Child, der war ein bisschen frischer. Den fand ich okay, ne? War nicht so geil wie der Vanilleduft. Und dann habe ich hier noch den Ultraviolet Dupe, der war sehr, sehr intensiv. Leichter Kopfschmerzduft leider, aber ich mochte den Duft trotzdem. Ne? Ich bin eigentlich so ein Kopfschmerzmensch, also ich kriege schnell Kopfschmerzen von Düften. Am liebsten Black Vanilla, den muss ich mir nachkaufen. So, dann mache ich gerne morgens immer unser Bett und dann kommt da immer so ein Kissenspray oder so ein Spray halt drüber, weil ich das einfach gerne mag. Dann hat man dieses alles frisch gewaschene Wäscheduftgedöns, ne? Oh, ich lieb's. Etwas, was ich jetzt gerade aufgebraucht habe, ist von Rituals, das Ritual of Ying. Es kommt uns wieder vor die Füße hier. Das Sleep Pillow and Body Mist und das ist mit Sacred Wood und Lavendel. Hauptsächlich Lavendel und so ein bisschen holzig ist es auch noch mit dabei. Ja, ich mag immer noch lieber das von This Works, das Deep Sleep Pillow Spray, lieber. Definitiv, das ist auch langanhaltender als dieses hier. Trotzdem, wenn ich das irgendwo drin habe, verwende ich das und mag ich auch ganz gerne. Etwas, was tatsächlich vom Duft mal ein bisschen was anderes war und was auch sehr witzig war, als ich es immer in dem entsprechenden Adventskalender gefunden habe, von Intomi oder Intome, Intimate Care eigentlich, ne? Ja, Pillow Mist, Jasmin. Ich liebe Jasminduft. Das war halt mal so ein bisschen blumiger und ich meine, gut, Lavendelduft ist ja auch in dem Sinne so ein bisschen, ne, blumig, aber das ist eher seifig, muss ich sagen. Ja, aber ich mochte den Duft sehr gerne. Hat mich so ein bisschen auch an Nivea-Creme, an Nivea-Seife so erinnert. Wenn ich bei meiner Oma zum Beispiel ins Badezimmer gehe, dann riecht das immer danach. So. Okay, so. Wir sind fast durch, Leute. Mhm. Krasses Pferd. Kommen wir jetzt noch so ein bisschen. Ich weiß, ja, ich beschwere mich öfters, wenn in Beautyboxen Zahnpflegeprodukte drin sind und zeige es trotzdem in meinen Aufgebraucht-Videos. So eine kleine Doppelmoral sei mir überlassen. Ich finde es trotzdem irgendwie witzig. Aber ich habe hier zwei Zahnprodukte, die ich gerne zeigen möchte. Aber das ist, glaube ich, ganz interessant, weil das war halt so eine, oder ist immer noch, weiß ich nicht, so eine Limited Edition, die es halt bei DM gibt. Das ist jetzt Alverde Pro Climate, umweltneutrales Produkt, die Zahncreme. Ich habe mir gedacht, euch könnte das interessieren, wenn ich euch was dazu erzähle. Ich packe nicht jede aufgebrauchte Zahncreme hier rein, auch wenn mein Freund Zahncremes aufbraucht. Nein. Aber wenn das halt vielleicht so ein bisschen interessant sein könnte, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das okay findet. Auf jeden Fall ist es eine Zahncreme gewesen, die aber sehr, 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 sehr mild war. Also ein Hauch von Reinigungsfrische Gefühl im Mund. Ne? Es hat gereinigt, die Zähne waren sauber, ja, das tut die. Aber trotzdem, ich mag es halt lieber, wenn ich halt ein bisschen schärfere Zahnpasten habe, wo ich halt auch nachher merke, so, wenn ich jetzt atme, dann friert alles vor mir ein. Mag ich einfach gerne. Das hat die hier nicht gegeben. Aber sie hat die Zähne trotzdem sauber gemacht. Ich mochte den Geschmack auch in Ordnung. Alles tutti, ne? Aber wie gesagt, man merkt halt schon so ein bisschen, dass es ein etwas natürlicheres Produkt ist. Wir haben bei uns, also sowohl mein Freund als auch ich, wir haben beide elektrische Zahnbürsten. Und ja, da habe ich hier jetzt diese Cleaner Teeth, Healthier Gums, bla bla bla, Zahnbürsten, Köpfchen leer gemacht. Die habe ich, glaube ich, mal bei Amazon bestellt. Und die fand ich eigentlich ganz gut, ne? Also, ja, sind jetzt leer geworden. Keine Ahnung, warum ich das hier mit reingelegt habe. Wollte ich euch mal zeigen und euch erzählen, dass wir sowas haben.
Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir noch die zwei letzten Produkte, die ich euch zeigen möchte. Und zwar habe ich mit euch zusammen den Everdrop Adventskalender ausgepackt. Und da waren diese zwei Produkte mit drin enthalten. Sorry, falls ich den einen oder anderen hier gespoilert haben sollte. Ich habe mich echt zurückgehalten, aber bei manchen Produkten kann ich es ja schlecht verbergen. Ne? Ja, da habe ich einmal das Feinwaschmittel mit Limette, Neroli und Rosenholz leer gemacht. Und das Colorwaschmittel mit Bergamotte, Patchouli und Zedernholz. Mein Fazit ist einfach zu diesen Everdrop Waschmitteln, es ist wie ein anderes Waschmittel auch. Ne? Es macht die Wäsche schon sauber. Ob das jetzt so viel nachhaltiger ist, wie jetzt ein anderes Waschpulver von DM oder von Persil oder von Schlag mich tot, keine Ahnung. Aber ja, die beiden haben jetzt noch einen besonderen Duft mit dabei gehabt, was ich quasi während der Wäsche im Keller gerochen habe. Aber als ich die Wäsche dann hochgeholt habe, hat sie auch nicht mehr gerochen. Also wenn ich jetzt auch die Kleidung trage, ich rieche es halt auch nicht mehr. Ne? Also es ist dann halt die Frage, möchte man sich dann extra von solchen Marken dann extra solche Produkte holen oder holt man sich einfach das große Paket von Persil, DM, was auch immer, wo es sowas gibt, ne? Ich habe mir jetzt welche von Denk mit gekauft, weil ich also Pulverwaschmittel gut finde, bin ich jetzt auch drauf umgestiegen, dass ich nicht mehr diese Flüssigwaschmittel verwende. Aber ja, die von Everdrop riechen halt dann im Keller schön, aber muss nicht sein. Okay, ja ihr Lieben, das war mein Aufgebraucht-Video. Dafür, dass ich dachte, es wird ja eigentlich eine ganz kurze Nummer. Es ist doch etwas länger geworden, vor allem, weil ich ein bisschen auch versucht habe, nicht so tak, 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 tak zu reden, sondern auch mal ein bisschen ruhiger und entspannter. Ihr könnt euch die Videos ja auch immer in 1,5-facher Geschwindigkeit angucken, falls ich dir zu langsam rede, ne? Oder zu viel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!